Jo, servus Leute und herzlich willkommen zum Oh, 10. Schein. Tag. Oh, jetzt ist auf einmal hell. Nee, ist doch Alles klar. scheißegal, einfach weiter. Ja, die Pfeife ist mit da. Wir Oh, mir machen tut mein jetzt scheiß Oberschenkel weh. gleich eine Fußball-Challenge, aber die wird dann Was auch einer. zu einfach ist, ist mit die fünfte Challenge schon von der DXL. Das habe ich schon gesagt. Ja, das wird die Entscheidungs-Challenge sein. Die wird dann in einer Woche oder so kommen. Heute will ich über meine Weihnachtsfeier reden, ein bisschen. Ja, ich habe von 9 bis 18 Uhr gearbeitet. Dann muss man eine Stunde, nee, von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Da, ja, Hammer. Muss man eine halbe Stunde noch warten, bis dann alle da waren. Und dann sind wir zusammen nach Windelsbach gefahren, beziehungsweise zwischen Windelsbach und Nortenberg. Und keine Ahnung mehr, wie das hieß. Ehrlich gesagt fand ich die Bedienung scheiße. Wir haben eine Stunde oder so aufs Essen gewartet. Oh, kenne ich. Wir waren es genauso gestern. Selbst der Beilagensalat hat eine halbe Stunde gedauert. Ich denke mir so, hallo? Ja. Wie bewahrt es ein kleines Restaurant oder eher großes? Das war eher so eine Kneipe. Ja, dann kein Wunder, dass es so lange dauert. Ja, aber es war schon cool. Ich hatte Schnitzel mit Kroketten. Kroketten. Welche Kroketten? Nicht Spaß, was alle weiter. Verpiss dich! Nein, Nee. Spaß. Zu trinken hatte ich ein Cola-Weizen und eine Cola und am Ende hatte ich noch drei Eierlikörbecher. Aber Also ganz so ehrlich, kleine. wenn du schon was von der Bedienung sagst, da dauert sogar ein Dribbel nicht länger. Sorry, dass ich sag. Das ist schon eine Sportsbar oder eine Sportskneipe. Da dauert es echt nicht lange. Viertelstunde, halbe Stunde. Nee, nicht halbe Stunde, 20 Minuten, da hast du schon deinen Eltern Ja. Essen. Auf jeden Fall war ein nicer Tag. War nice, die Weihnachtsfeier. Von mein Wichtelgeschenk packe ich schnell aus. Ein Becher. Becher ist ja eine Tasse. Sag ich ja. Mit einem Frosch drauf. Dazu Tee und Schokolade, aber die ist Ich rausgefallen. glaube, die Schokolade ist jetzt dir runtergefallen. Nicht drauftreten. Die andere auch. Nein, das ist nicht. Hä? Ah, da. Ja, ansonsten Ja, wahrscheinlich. war es das von dem Video. Und ja, würde ich sagen, bis gleich zum Türchen öffnen noch und ciao. So, dann öffnen wir mal das 10. Türchen. Jetzt muss ich überlegen. Komm voll durcheinander. David Alaba! Mal schauen, ob er heute ein Tor schießt. Ja, das war's heute vom 10. Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alles klar. Und ja, würde ich sagen, meins. Also. Ich sagen, bis morgen zum 11. Tag, haut rein und ciao.